So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Es gibt schon wieder eine neue Lego-Wundertüte. Und zwar die Lego City. Mega Lego City Pack Wundertüte Nummer 1. Und seht mal, für 5 Euro. Ah, okay, ist trotzdem noch 50 Cent teurer wie sonst. Aber eine brandneue für 5 Euro. So, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ihr kennt mich. Eigentlich Wundertüten jetzt hier in das Video. Aber ich will ja selber erstmal sehen. Weil in die brandneue und aktuelle Lego City Wundertüte, ihr seht, was es da drin gibt oder geben kann. Das bedeutet, kein Taucher, kein Astronaut, alles nur Figuren, die ich schon 100 Mal und mehr habe. Besonders die Politesse, ihr wisst es. Ich kann sie so langsam nicht mehr sehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt gedacht, so, ich lenke mich gerne ab mit solchen Videos. Ihr habt vielleicht auch schon ein oder zwei Wundertüten von dieser neuen Lego City euch gegönnt. Schreibt mir und vor allen Dingen aller anderen Zuschauer in die Kommentare, ob ihr das gleiche oder dasselbe drin hattet wie ich jetzt gleich. Und so kann man schon mal feststellen, was immer drin sein wird. Also ich gehe von aus, dass wir ziemlich oft, sehr oft die Politesse drin haben werden und den Feuerwehrmann mit der Drohne. Weil das so die Magazine sind, die nicht so gut gelaufen sind, wie ich immer so schön sage. Die anderen, die gehen so einigermaßen. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt also die erste brandneue und aktuelle Lego City, Mega Lego City Pack Wundertüte Nummer 1 für 5 Euro. Da sind drin 2 von 5 Magazine und 2 von 5 Extras. Und wie gesagt, ihr schreibt für alle anderen und natürlich auch für mich, was ihr drin hattet. Oh, knackt richtig frisch. Habt ihr es gehört? Ich auch nicht. So, jetzt haben wir hier das erste Lego City Magazin. Es ist ein Booster-Tütchen vorne dran. Und die Rückseite, naja, ich kenne sie nicht so wirklich. Sieht aber cool aus, der Flugzeug. Und was haben wir dann vorne dran? Ah, ja. Ja, der Arbeiter. Da. Kennen wir natürlich schon. Mit seiner Bombe oder Wacker. Verdichter. So, jetzt muss ich sagen, was kann man davon gebrauchen? Den grauen Runden, den grauen Sechserstein, die Frisur. Scherz beiseite. Also, das ist das Erste, was ich jetzt drinne hatte. Ihr schreibt natürlich sofort rein, ob ihr den gleichen oder selben drinne hattet. Und jetzt kommt das zweite Magazin. Oh, kein Booster-Tütchen. Diese Rückseite, die ist natürlich bekannt. Ich habe natürlich auch schon mehrere Wundertüten von Lego City aufgemacht. Der ein oder andere wird es jetzt wohl wissen, was da dran ist. Das Doppelpack. Kann man natürlich immer gebrauchen, wenn man so Lego City-Freund ist. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich hätte jetzt mit anderen Mini-Polypacks gerechnet. Ja, wirklich gesagt, mit den Feuerwehrmann mit der Drohne und eben die Politesse. Damit hätte ich auf jeden Fall gerechnet. Aber vielleicht haben die nicht mehr so viele, weil ja vor kurzem erst die andere Lego City Wundertüte draußen war. Und da war die auch ziemlich oft drin. Also, so, jetzt seid ihr dran. Kennt ihr die brandneue und aktuelle Wundertüte schon? Habt ihr euch schon eine oder mehrere gekauft? Wenn ja, schreibt mir für mich und für alle anderen, hattet ihr das gleiche oder was anderes drin? Damit wir und vor allem die anderen Zuschauer sehen, was sie immer drin haben werden. Wenn ihr verschiedene Sachen drin, aber immer den Straßenbauarbeiter drin hat, wissen wir, es ist immer der Straßenbauarbeiter drin. Aber vielleicht kaufe ich nur noch mal ein paar Wundertüten davon. Aber erst muss ich die alten alle loswerden, habe ich hier noch einige. Aber nichtsdestotrotz, ich verlinke natürlich irgendetwas von Lego City, wisst ihr ja, hier unter dem Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Teilweise auch noch günstiger, wenn es ein älteres Set ist oder die neuen. Guckt mal, was ich finde.
Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.